Zum 13. Dezember, 17 Uhr, zum Lucia-Fest an der dänischen Schule Schleswig. Wo bleibst du? Die Leute wollen ihre Geschenke auspacken. Ich kann leider nicht mitfeiern. Du hast doch Julia verordnet. Ja, ja, mir ist was dazwischen gekommen. Entschuldige mich bitte, hier, ich muss los. Wohin? Jetzt sag doch mal, wohin. Ich erklär's dir ein andermal. Sehr witzig. So, Freunde, es geht los. Es gibt Geschenke. Fenster auf. Wessen Idee war das? Ja, Mensch, Roland, jetzt steig doch erst mal aus. Das Foto. Wessen Idee? Eure? Nein, wir dachten, wir hatten gehofft, dass Michael... Was hätte Michael für einen Grund, sein fast 50 Jahre altes Foto zu schicken? Hm? Der ist hier Schulleiter. Das weiß ich. Aber ist das ein Grund, sowas hier rumzuschicken? Hm? Wir haben uns jedenfalls gefreut, euch alle mal wiederzusehen. Ach ja? Lene, Stefan. Bekommen. Ich habe das unter Kontrolle. Das müssen Sie endlich Schladitz erzählen. Ist das hier überhaupt noch unter Zuständigkeitsbereich? Nee, aber die Kollegen in Flensburg haben uns um Hilfe gebeten. Moin.
Kowalski. Ja? Einigsen. Mordkommission Flensburg. Ah. Ich war mal bei Ihnen im Seminar. Das war fantastisch. Wirklich, das sage ich nicht nur so. Ja, ich erinnere mich. Sie erinnern sich? Ja. An mich? An das Seminar in Flensburg. Hallo. Hey. Hallo, Sarah Brandt. Sie haben echt Glück. Sie arbeiten mit einer Koryphäe zusammen. Ja? Top. Ich muss euch sagen, das ist mein erster Mord. Also, für den ich verantwortlich bin. Hm. Ich hoffe, ich kann was lernen. Also mit Sicherheit. Erst dachte ich, shit. Ausgerechnet jetzt ist mein Chef im Ausland. Aber jetzt, Mann, ich ermittle mit Borowski. Ja, wollen wir da mal anfangen? Klar, natürlich. Das Opfer heißt Michael Eckert. Er war Schulleiter hier. Gerade als der Festzug auf die Schule zukam, kam er brennend da oben rausgerannt. Das wurde schon fest gefeiert. Lucia. Und was ist das für ein Fest? Das skandinavische Fest zur Sonnenwende, das wir jedes Jahr am 13. Dezember feiern. Lucia war eine Heilige, danke, die den Armen Hoffnung und Licht in ihr Leben brachte. Sie trug die Kerzen auf dem Kopf, um die Hände frei zu haben. Deshalb machen wir heute noch diese Umzüge mit Kerzen. Überall. In Schulen, in Kindergärten und Firmen. Das bedeutet sehr viel für uns denen und auch für die Kinder hier. Sind die schweren Brandverletzungen die Todesursache? Laut Gerichtsmedizin hat er Verbrennungen 2., 3. und 4. Grades auf über 35% seiner Körperoberfläche. Das führte zum hypovolumischen Schock. Hypovolemisch? Whatever. Sein Kreislauf ist zusammengebrochen. Die Verbrennungen am Rücken sind weniger stark. Er war mit einer brennbaren Substanz eingeschmiert. Vielleicht ist er nicht an seinem Rücken rangekommen. Sie meinen, er könnte sich selber angezündet haben? Sie leiten die Ermittlungen, aber ausschließen will ich das nie. Brauchen wir die? Vielleicht nicht. Er kam scheinbar aus seinem Büro, die letzte Tür. Also, ich glaube nicht an Suizid. Sonst hätte er sich doch direkt vor den Eltern und Schülern angezündet. Hm. Ja, mach mal weiter. Klaus, was machst du denn hier? Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Hier sind Sie doch zuständig, Frau Einigsen. Ich hatte Sie aber um Unterstützung als Kiel gebeten, weil... Ja, ja, ich dachte, Sie meinen Technik. Willst du uns nicht hier haben, Roland? Quatsch. Aber wir haben in Kiel wirklich genug zu tun, so geht's einfach nicht. Was machst du hier? Ich war eingeladen, hatte ich dir doch gesagt. In die dänische Schule? Zum Lucia-Fest? Ja, der Schulleiter war ein Kindheitsfreund von mir. Roland, komm mal bitte. Hier. Entschuldigung. Sag mal, was ist denn los mit dir? Was meinst du? Du kanntest den Toten. Und du willst nicht, dass wir hier ermitteln. Blödsinn. Klaus. Ich habe gerade einen Kindheitsfreund bei Ihnen sehen. Geht mir nicht besonders gut. Kannst du dir das vorstellen? Gut, weiter. Eckerts Sekretärin stand unter Schock, aber jetzt ist sie vernehmungsfähig. Bin gleich wieder bei euch. Einverstanden. Fragen Sie sie, ob es Konflikte gab mit den Schülern, mit den Eltern, Schulverweise oder so. Okay. Also gut, ich zeige euch das Büro. Seid ihr durch hier? Das erste Jahr. Gut, danke. Kann ich Ihnen mal spielen, ja? Extreme Abnutzungserscheinungen. Einwirkung von Hitze? Brennpaste. Hast du mit Michael Eckert vorher noch sprechen können? Nein, ich war ja bei der Lichterprozession.
die Armlinsen verzogen. Vielleicht wegen der Hitze. Ja. Was ist das da? Schau sie mal. Der Rest eines Kabelbinders. Vielleicht hat der Mörder Michael Eckert hier auf seinem Stuhl gefesselt. Bevor er ihn dann mit der Brennpaste eingerieben hat. Deshalb kaum Verbrennungen am Rücken. Aha. Und von hier hätte er den Festzug sehen können. Er hat auf den Festzug gewartet. Und als der kam, da hat er ihn angezündet, die Kabel durchgeschnitten. Er konnte davon ausgehen, dass der Mann um sein Leben rennt, irgendwohin, wo Leute sind, zu dem Festzug. Da wollte er ihn haben. Als Zeichen. Wer? Roland, wer sollte ihn brennen sehen? Vielleicht haben wir schon was zum Täter. Michael Eckert hatte heute Abend einen Termin. Ein Elterngespräch. Wollen Sie mal mitkommen? Ein Ehepaar Schafe aus Braunschweig wollte unbedingt einen Termin. Heute. Sie ziehen hierher und wollen ihren Sohn hier anmelden. Sie konnten angeblich nur heute aus Braunschweig kommen. Der Termin wurde per E-Mail ausgemacht. Frau Lindner druckt uns gerade die Korrespondenz aus. War das Ehepaar Schapers dänisch? Nein, deutsche. Und warum gibt es überhaupt eine dänische Schule? Weil es hier eine dänische Minderheit gibt, Frau Brandt. Hier, ich zeig's Ihnen. Früher war das hier das Herzogtum Schleswig. Da haben Deutsche und Dänen zusammengelebt. 1920 wurde hier die Grenze gezogen. Seitdem gibt es die dänische Minderheit in Deutschland. Die Südschleswiger. Mhm. Ja, gut, dann. Ich lasse mal die Karte hier zurückverfolgen, wer die IP-Adresse eingerichtet hat. Das mache ich selber. Geht am schnellsten. Und du? Wie kommst du hierher? Hm? Wie kommst du hierher? Wer hat dich eingeladen? Warum bist du hier? Sprich mit mir. Ja, warum bin ich hier? Ich habe eine Einladung bekommen. Hier. Schaust du dir an? Vielleicht von Michael, keine Ahnung. Ein Kindheitsfoto. Na, da hier sind Sie als Kind, oder? Ja, das bin ich, das war Michael und das waren Freunde. Hast du noch Kontakt zu denen? Was, das ist doch alles ewig her. Weißt du, seit meine Eltern verstorben sind, war ich nicht mehr hier. Ja. Ach, Frau Brandt, haben Sie was gefunden? Was ist denn mit dem Schafers? Die Handynummer ist tot. Es könnte eine Prepaid-Karte gewesen sein. Die Adresse in Braunschweig gibt es nicht. Und die E-Mails wurden aus einem Internetcafé hier in Schleswig verschickt. Wir können Michael Eckerts Sohn nicht finden. Hat er einen Sohn? Er hat letztes Jahr wieder geheiratet. Die Frau hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Martin. Wie alt ist der Junge? 10. Vielleicht ist er mit seinem richtigen Vater unterwegs. Und jetzt? Sie leiten die Ermittlungen. Wir müssen den Sohn und den Vater finden. Gut, dann finden wir die beiden. Und ich suche die Schafers weiter. Moment, lassen Sie mal die Einladung her. Ich gebe sie dann zur Untersuchung an die Kriminaltechnik weiter. Ja, was ist denn? Ja, sicher her. Haben Sie Probleme mit Ihrem Chef? Normalerweise nicht. Frau Brandt, können Sie mir einen Gefallen tun? Eine kleine Recherche. Ja, worum geht es denn? Ja, ich suche eine alte Kindheitsfreundin. Ich muss wissen, wo sie heute lebt. Anja Jürgensen. Ist sie auch auf dem Foto? Entschuldigung. Ich weiß zwar nicht, was es mit dem Fall zu tun hat, aber. Aber ja, doch hier. Die ist Anja. Los, suchen Sie. Ja, 11, 9. Ah, ja, okay. Wir sind da. Ja. Hallo.
Was gibt's zu gucken? Jan Melcher? Und Sie? Einigsen, Kripo Flensburg. Das ist mein Kollege Borowski. Aha, ach so. Was ist denn los? Mein Sohn und ich haben schon 3 Krankenwagen gesehen. Ja, haben Sie denn nichts gehört? Wir waren im Kino. Ist irgendwo Großalarm oder was? An der dänischen Schule. Wow. Oh, hab ich's dir gesagt, Martin? Aha. Hab ich dir gesagt, da passiert noch mal was? Oh. Wie viele Opfer? Ein Mann ist seiner Brandverletzung erlegen. Michael Eckhardt. Michael? Bei dieser dänischen Feier, oder was? Mit den Kerzen? Oh. Oh. Das ist heftig, oder? Ha? Für dich? Ha? Geh mal rein. Ha? Komm, lass doch reingehen. Ha? Martin? Alles okay? Komm, zieh deine Jacke aus. Ja? Sollen wir Mama anrufen? Ha? Komm. Rufen wir Mama an. Ha? Sind Sie gerade hier eingezogen? Nö, letztes Jahr. Nach der Trennung von Ihrer Frau? Ja, mir ging's danach nicht so gut. Mein Job verloren. Dachte, ich kann ja auch meiner Familie hinterherziehen. Sehe ich Martin wenigstens. Sicher. Was wollen Sie eigentlich hier? Martin hätte doch auch bei Ihnen bleiben können. Kinder wachsen besser da auf ein bisschen Geld, das meinen Sie nicht? Hey, hey, Martin, Martin. Ich würde mich gerne mit Ihrem Sohn unterhalten. In Ordnung? Ja, ja, Moment. Könnte sein, dass Ihnen das jetzt ein bisschen fertig macht. Ja? Ich meine, das ist ja hart jetzt. Was meinten Sie mit Ihrer Bemerkung, da passiert noch mal was? Na, wegen der dänischen Schule. Was haben Sie für ein Problem damit? Ich habe gar kein Problem damit, wenn Dänen auf dänische Schulen gehen. Aber was haben deutsche Kinder da zu suchen? Ist doch klar, dass das schwierig ist für die. Das sehe ich doch an meinem eigenen Sohn. Die drehen die Kinder da um. Haben Sie Angst, Ihren Sohn zu verlieren, nur weil er eine neue Sprache lernt? Soll ich jubeln, weil mein Sohn Däne wird? Klar, die haben was zu bieten da. Hat sich meine Frau auch gedacht. Ich habe nicht lange gefackelt, als Michael ankam. Erfolgreicher Schulleiter. Martin? Was dagegen, wenn ich mich ein bisschen umschaue? Und wenn ich was dagegen hätte? Wenn du zu schnell fährst, fliegst du raus. Ja, das stimmt. Ist das die alte Bahn von deinem Vater? In Kiel hat er eine echte Kartbahn. Sie waren also im Kino. Ja. Wollen Sie die Karten sehen? Super Film. Ja? Können Sie analysieren lassen. Habe ich dich selbst abgerissen. Schön. Haben Sie einen Grill? Hast du mitbekommen, worüber wir gesprochen haben, eben als du in dein Zimmer gingst? Da ging es um Geld. Juckt mich nicht. Geld interessiert dich nicht. Und dein Vater? Mein Vater hat keine Geldprobleme. Deine Mutter hatte ja einen erfolgreichen Mann geheiratet. Juckt mich auch nicht. Und dass er tot ist? Juckt dich das? Ta-da-da! Ich möchte gerne Ihre Brandpaste mitnehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben.
Hat er nicht. Nö. Gut. Der glaubt, die Dänen würden nur an Alkohol und Sex denken. Und hätten alle Geld. Also, was mich betrifft, hat er recht. Bis auf den letzten Punkt. War nicht so ernst gemeint, ich trinke gar nicht so viel. Jedenfalls denkt er, dass Eckart ihm überlegen war, finanziell und sexuell. Warum soll er ihn dann öffentlich verbrennen? Und wie soll er den ganzen Aufwand betrieben haben, wenn sein Sohn auch noch dabei war? Ich glaube, dieser Sohn, der hat vor irgendwas Angst. Dass sein Vater was mit der Sache zu tun haben könnte? Ich weiß es nicht. So einfach. Ich finde sie jetzt nicht auf die Schnelle. Vielleicht hat sie geheiratet oder lebt im Ausland. Wenn sie mir etwas mehr Zeit geben. Gut, dann probieren wir jetzt mal was anderes. Stefan und Lene Bent. Nur mit Tee. Das war einfach. Birkenweg 4. Gut, das ist nicht weit von hier, dann fahren wir jetzt dahin. Ja, kommen Sie. Entschuldigung, wenn ich frage, aber wenn es doch so dringend ist, wieso haben Sie einen Beruf? Das sind meine Freunde. Ich muss eine Sache wissen. Ich will das meine Freunde selber fragen, bevor die Polizei alte Wunden aufreißt. Alte Wunden? Es gab schon mal einen Brand, ist lange her. Wir waren Kinder. Ich erkläre es Ihnen im Auto. Was stehen Sie hier noch rum? Na los. Scheiße. Ach. Schlimm? Nee, aber würden Sie bitte fahren? Ich bin einfach gerade so kopflos. Ich? Ja, wer denn sonst? Sie sehen doch, dass es mir nicht gut geht. Los jetzt. Ach, meine Leute. Alle haben die Nase gerümpft. Natürlich. Ich hatte nie was mit der dänischen Minderheit zu tun, bevor ich Michael kennengelernt habe. Herrn Schlawitz. Tut mir leid, aber Sie sind kein Angehöriger. Ich bin ihm näher als seine Angehörigen, das können Sie mir glauben. Also gut. Ich fürchte, es werden weitere Operationen nötig sein. Die Splitterfraktur im Oberschenkel hat mehrere Gefäße zerstört. Wir konnten die Blutung zwar stoppen, aber der Blutverlust ist doch sehr hoch. Und die Fraktur selbst müssen wir in mehreren Schritten operieren. Aber das Besorgniserregendste ist, dass eine gebrochene Rippe seinen rechten Lungenflügel verletzt hat. Besteht Lebensgefahr? Nein, er kommt durch. Wann kann ich denn mit ihm sprechen? Das wird noch einige Zeit dauern.
Frau Brandt liegt auf Zimmer 278. Der Name ist Anja Jürgensen. Genau. Danke. Herr Borowski, wir müssen zu Stefan und Lene Wendt fahren. Schladitz hat irgendwas von einem Feuer erzählt. Es geht um die Kinder, die auf dem Foto waren. Den Rest erzähle ich Ihnen unterwegs. Kommen Sie. Geht's Ihnen gut, Frau Brandt? Ja. Diese Ärzte meinte zwar, ich soll ein paar Tage hier bleiben, aber das ist Quatsch. Ich bin okay. Wie geht's Schladitz? Ist es schlimm? Ja, der hat sich alles Mögliche gebrochen und dann hat er noch einen Lungenriss. Die werden ihn noch mal operieren müssen. Aber er ist nicht in Lebensgefahr. Wo wolltet ihr beiden eigentlich hin? Er wollte zu Freunden. Den Benz eben. Ein dänisches Ehepaar, das auf dem Lucia-Fest war. Irgendwas muss geschehen sein, als sie Kinder waren. Ein Brand, bei dem sie wohl dabei waren. Oder ein so. Brand in Schladitz' Kindheit? Ja. Und das letzte Kind auf dem Foto heißt Anja Jürgensen. Aber ich konnte sie noch nicht ausfindig machen. Kommen Sie jetzt. Sie werden nach Kiel zurückfahren und Urlaub beantragen, bis dieser Unfall aufgeklärt ist. Sie glauben, dass ich gefahren bin? Und dass ich einen epileptischen Anfall hatte und schuld bin an dem... Sie sind nicht schuldig? Nein! Schladitz saß am Steuer und hat sich verfolgt gefühlt von so einem schwarzen Sportwagen. Wie na und? Sie zweifeln gerade an meiner Glaubwürdigkeit. Selbst wenn Sie es gesagt haben, dann macht das doch keinen Unterschied. Er hätte einfach nicht fahren dürfen zu diesem Zeitpunkt. Und Sie dürfen überhaupt nie Auto fahren. Also wie man es dreht und wendet, dieser Unfall ist ein Problem für Sie. Ich glaube, das Problem liegt bei Ihnen. Sie fühlen sich ausgeschlossen, weil Ihr alter Kumpel Schladitz mir mehr vertraut hat als Ihnen. Ist doch so, oder? Okay, eine ganz einfache Frage. Glauben Sie mir, dass ich nicht gefahren bin? Wie ich Ihnen schon gesagt habe, das gehört nicht zur Sache. Sie weichen mir aus! Vertrauen Sie mir. Gut, dann fahre ich nach Kiel zurück. Aber ich möchte vorher noch die Benz aufsuchen. Ich möchte wissen, warum Schladitz dahin wollte. Ist das in Ordnung? Und Herr Borowski? Es ist hart, Sie ins Vertrauen zu ziehen. Ich kann Schladitz verstehen. Da vorne müsste irgendein See kommen. Was sehe ich denn hier so? Brand. Hallo? Sind wir zu Hause? Ach du Scheiße. Spät. Thank you.
ist erschossen worden. Schrot. Kalt und feucht. Der liegt hier schon die ganze Nacht. Kollegen informiert. Ja, schon unterwegs. Der Mann ist hier weggelaufen. Hier entlang. Vielleicht wollte er zu den Nachbarn. Wann glauben Sie, ist das hier passiert? Der Täter bedroht sie mit der Schrotflinte. Er will sie hier verbrennen. Warum? Der Mann kann fliehen und wird dort gestoppt. Wann glauben Sie, ist das hier passiert? Kriminaltechniker werden es genau herausfinden. Herr Borowski? Sie machen mich verantwortlich, oder? Weil ich auf Schleides Anweisungen reagiert habe. Was hätte ich denn tun sollen? Mich informieren. Nach Kiel. Das heißt, dass ich... Das soll heißen, dass ich jeden hier brauche im Augenblick. Und Sie brauchen was Neues zum Anziehen. Hast du nicht mit mir geredet? Traust du mir nicht mehr? Wir müssen uns vertrauen, solange wir zusammenarbeiten. Wussten Sie, dass ich hier bin? Wusste ich gar nicht. Ich wollte zu Schladitz. Er ist morgen wieder ansprechbar. Morgen Abend, sagen die Ärzte. Ich hoffe, dass er dann mit uns zusammenarbeitet. Herr Borowski, ich glaube wirklich nicht, dass es sich gegen Sie richtete. Schladitz muss irgendeinen anderen Grund gehabt haben, uns nicht einzuweihen. Entschuldigung, ich möchte jetzt bitte sofort zu meinem Vater gelassen werden. Es tut mir leid. Ich habe eine Anweisung. Mir tut es auch sehr leid. Sie haben Anweisungen. Ja, schön für Sie. Ich meine. Klaus. Susanne, hallo. Vielleicht kannst du mal mit dem reden. Ja, das ist meine Kollegin Frau Brandt. Ja, Frau Schlaritz. Ich bin so Tochter. Ja. Sag mal, bist du gerade aus Frankfurt gekommen? Ja, meine Schwester kommt auch gleich. Und deine Mutter? Die kann wir jetzt gerade nicht erreichen. Die ist mit ihrem Freund oder was weiß ich, was das ist, im Urlaub. Sag mal, Susanne, vielleicht kannst du uns helfen. Hat dein Vater mal was von einem Brand erzählt in seiner Kindheit? Also, wüsste ich im Moment nicht, aber ich kann gern noch mal mit meiner Schwester drüber reden. Kommst du? Kollegen aus Flensburg, schon eine Menge.
ganz grobes, vorläufiges Täterprofil erstellt. Folgendes ist doch denkbar. Wir suchen einen Mann zwischen 40 und 60 Jahren. Staditz hat von einem Brand erzählt in seiner Kindheit. Deshalb glaube ich nicht, dass der Täter sehr viel jünger ist. Allerdings bedarf es einer großen physischen Kraft, diese Taten zu begehen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass er sehr viel älter ist. Er geht sehr planvoll vor. Das spricht für eine hohe Intelligenz. Es könnte ein Akademiker sein. Auf jeden Fall würde er sich für komplexere Aufgaben qualifizieren. Er ist zu extremer Gewalt fähig und auch bereit zu Grausamkeit. Stefan Bendt wurde mit einem Schrotgewehr erschossen, das der Täter mitgebracht haben muss. Es könnte sich also um einen Jäger handeln. Auf jeden Fall besteht eine Verbindung zu den Kindern hier auf diesem Foto. Drei sind schon tot. Roland Schladitz liegt im Krankenhaus. Und von dem fünften Kind wissen wir nur den Namen Anja Jürgensen. Ich gehe davon aus, dass diese beiden in einer akuten Bedrohungssituation sind. Schladitz hat Polizeischutz. Und was ist mit dem Brand in Schladitz Kindheit? Ja, ich habe bei der örtlichen Zeitung angerufen. Ich dachte, wir schauen mal im Archiv. Habe ich was von einer Archivrecherche gesagt? Ja, in Ihrem Seminar. Aber wenn Sie was Besseres wissen, Sie sind der Meister. Sie leiten ohnehin die Ermittlungen, bitte. Sie sollten diesen Fall leiten. Ehrlich. Dann kümmern Sie sich bitte um das Umfeld von Lene und Stefan Bendt. Sie, Frau Brandt, suchen Anja Jürgensen. Soll ich mit der Suche an die Presse? Nein. Wenn wir sie öffentlich suchen lassen, dann helfen wir dem Täter, sie zu finden. In Ordnung, wir gehen ins Archiv. Danke. So, hier. Ah. Bitte. Danke. Serie von Brandanschlägen im Herbst 66. Das hatte ich vorhin schon. Der Täter wurde Februar 67 festgenommen. Dezember 1964. Aussiedle Familie kommt bei Brand ums Leben. 15. Dezember? Ja. Der Brand hat in der Nacht stattgefunden. Die Familie wurde im Schlaf überrascht. Also am 15. Dezember in der Zeitung steht, dann war der Brand in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Die Nacht des Lucia-Festes. Ist das der Brand an Schladitz, meinte? Das ist möglich. Am Lucia-Fest steht hier nichts. Zwei Tage später, Polizei schließt Fremdverschulden aus. Kochen über offenem Feuer als Brandursache ermittelt. Und dann wurde die Familie im Schlaf überrascht? Müssten sie schnell ins Bett gegangen sein. Wer hat denn damals die Ermittlung geleitet? Der Brandermittler hieß Luth. Morgen kommen Sie in Flensburg. Borowski? Ach, Regen. Ja. Was kann ich für Sie tun?
1964, da haben Sie, Herr Luth, Ermittlungen geführt nach einem Brand. Bei diesem Brand war eine ganze Flüchtlingsfamilie ums Leben gekommen. Eine Flüchtlingsfamilie aus Pommern. Kommen Sie rein. Ja, ich erinnere mich. Dunkel. Der Brand. Eine Tragödie. Eine Tragödie? Sie hatten einen häuslichen Unfall als Brandursache ermittelt. Da gab es ja nichts zu ermitteln. Die Sache war eindeutig. Wie können Sie sich nach einem halben Jahrhundert so sicher sein? Ich bin nicht senil, junge Frau. Dann erinnern Sie sich vielleicht an die Familie, die damals ums Leben gekommen ist. Komm, die Familie lebte sehr zurückgezogen. Nahm am Gemeinschaftsleben wenig teil. Vielleicht fühlte sich die Familie in der Gemeinde nicht wohl? Ach, Unsinn! Die Leute haben ja schon 20 Jahre hier gewohnt. Ich denke, das reicht, um sich einzufügen. Haben ja andere Flüchtlinge auch geschafft. Sie halten es für ausgeschlossen, dass man einer Flüchtlingsfamilie das Dach über dem Kopf angezündet hat. Wie lange sind Sie bei der Polizei? 3 Jahre. 3. Ich war ein bisschen länger dabei. Es war keine Brandstiftung. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Das war merkwürdig, was? Ja, natürlich hat der Kollege uns nicht alles erzählt. Was halten Sie von seiner Bemerkung über die Flüchtlinge? Es gab nach dem Krieg Probleme zwischen Flüchtlingen und den Leuten in Südschleswig. Die dänische Minderheit hat damals großen Zulauf von Deutschen gekriegt. Die Deutschen dachten, vielleicht kriegen sie die Flüchtlinge von ihren Höfen, wenn Südschleswig dänisch wird. Also gab es weniger Probleme zwischen den Deutschen und Dänen als mit den Flüchtlingen. So hat es meine Oma erzählt. Sag mal, hast du die Sekte hier gesehen? Frau Brandt, was machen Sie denn da? Ich habe einiges über Anja Jürgensen herausgefunden. Sie hat in Dänemark Biochemie studiert, war in psychiatrischer Behandlung und wurde nach Deutschland zurückgeschickt. Warum war sie in Behandlung? Das weiß ich nicht. Die Einrichtung gibt es nicht mehr. Und nach ihrer Rückkehr nach Deutschland? Die Eltern sind gestorben und sie lebt scheinbar hier in der Gegend, aber ohne festen Wohnsitz. Sie käme als Täterin in Frage. Ja, oder als nächstes Opfer. Alles gut. Schreiben wir Sie zur Fahndung aus. Gute Arbeit, Frau Brandt. Ja, gute Arbeit. Hört mal her, es gibt eine neue Situation. Wir suchen Anja Jürgensen. Sie ist dringend tatverdächtig. Borowski, schauen Sie mal. Wir haben den Laptop von Michael Eckert aus der Schule. Da stimmt was nicht. Irgendjemand liest seine E-Mails. Wer kannte noch die Passwörter Ihres Mannes? Ich. Aber ich habe seine Mails nicht gelesen. Nie. Und Sie haben auch kein Passwort weitergegeben? Natürlich nicht. Wirklich nicht. Können wir mal den Computer Ihres Sohnes anschauen? Lange hast du den Computer schon? Ein Jahr oder so? Hier ist keine Datei älter als 2 Tage. Echt? Ja, echt. Ist das alles gelöscht? Mama? Was wollten Sie mit den Passwörtern? Die scheiß Passwörter. Hey, das ist doch scheißegal. Das kannst du doch der Polizei erzählen. Das macht mir nichts, das ist nicht wichtig. Hey, lass meinen Vater nicht verraten. Hey, oder denkst du, dass ich was mit Michael zu tun habe? Mit seinem Tod? So Quatsch. Denken Sie das auch? Das ist Quatsch. Bin ich dein Vater? Bin ich? Vertrau mir also. Ja? Ich hab die Sache nicht fürs Groß gehalten. Und ihr Sohn zerreißt es gerade.
Wenn ich gewusst hätte, dass Michael plötzlich in Flammen steht, hätte ich mich doch auf nichts eingelassen. Da hätte ich Martin ja nie reingezogen. Warum haben Sie ihn dann beauftragt, die Passwörter zu beschaffen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, doch, klar, ja. Ich bin dafür bezahlt worden. Gut. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Das ist so. Ich habe keine Ahnung, was der Typ damit wollte. Welcher Typ? Hat für eine Detektei gearbeitet. Der kam zu mir, der wusste, dass ich ein Problem mit Michael habe und dachte sich, vielleicht hätte ich nichts dagegen, wenn Michael auch ein paar Probleme kriegt. Welches Zimmer hat Frau Einigsen? Zimmer 8. 8. Hey, Borowski, komm rein. Entschuldigung, dass ich so spät noch störe. Ich wollte nur sagen, dass wir beide morgen früh nach Kopenhagen müssen. Und komm mal rein, dann kannst du es mir erklären. Es gibt keinen Stuhl. Eckerts E-Mails wurden im Auftrag eines dänischen Geschäftsmannes mitgelesen. Kvistgaard ist sein Name und er möchte das Gelände neben der dänischen Schule nutzen. Michael Eckert wollte ihm wohl einen Strich durch die Rechnung machen. Okay, was sagt Obenrohr? Was? Wer? Obenrohr. Abenrade. Deutsch-Dänisches Zentrum. Ruf mal an, wenn man in Kopenhagen ermitteln will. Okay, da ist wahrscheinlich jetzt niemand mehr. Hi, Ola, er dabei? Ja, was tror du, wer da? Kalt, helt kalt. Ja, wenn wir es da sammeln wir her? Klaus Borowski. Nein, Penser Borowski ist mir erzählt haben. Hab gerade das Seminar. Hör Gang, du Gamle. Im Morgen ich bin aus Borowski und ich, das geht nur noch ein. Quiz geht. Ja, sind sie in der Ohr, lass nur gar nicht schäppen. Ja, dick oder denkst du, wa? Was für ein Träumer. Ich war nur gerade in Gedanken. Nein, Ule. Mein Ex in Abenrade. Tut mir einen kleinen Gefallen und denkt, er kriegt von mir gleich alles. Aber er meldet mir die Unterlagen, die wir brauchen. Dann können wir Quizcore morgen vernehmen. Danke. Auf mich können Sie sich verlassen. Ich gebe immer alles. Das müssen Sie nicht. Was? Sie müssen nicht immer alles geben. Wir übernachten in verschiedenen Zimmern. Hey, so war das nicht gemeint. Was denkst du von mir? Ich weiß, was ich gehört. Ich kann doch nicht mit Borowski in die Kiste. Nein. Gut. Ja, dann war das ein Missverständnis. Gute Nacht, also. Gute Nacht. Vorlesen. Was sind Sie denn? Nein, danke, bitte. Ich weiß. Fische. Sehr sensibel. Sind wir nicht bald in Dänemark? Doch da vorne, nach der Brücke. Löwe? Löwe. Tja, so ist das heute in Europa. Man sieht gar nicht mehr, wo die Grenzen sind. Aber man hört es. Dänemark. Super Asphalt. Jetzt Ihr Horoskop, Liebe. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass die letzten Missverständnisse nicht zu einem Dauerzustand werden.
Kommen Sie bitte hier herein. Der Herr Kniesgold ist gleich für Sie da. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Nein, nein, nichts für mich. Das ist doch die dänische Schule. Und das? Die planen einen riesigen Yachthafen. Ja, men så har vi også en grund til at forklare på jeres rejse. Godmorgen. Godmorgen. Kvistgaard. Einigsen. Borowski. Værsgo. Er de virkelig kommet hele vejen fra Tyskland her til morgen? Det kan du tro. Ja, jeg ved ikke, hvornår har I været op? Klokken 4. Hvor tappert. Vil I have en kop kaffe? Nej, tak. Har fru Simonsen ikke budt jer noget? Ja, ja, ja. Was erzählt er denn da, der Starterbäcker? Er macht nur ein bisschen Show. Hm. Wir können auch Deutsch sprechen, wenn Ihnen das lieber ist. Sag ich doch. Show. Sie wussten, dass wir heute hierher kommen. Dieser Detektiv hat mich informiert. Ich habe ihn aus rein geschäftlichen Gründen beauftragt. Was für geschäftliche Gründe? Das Hafenprojekt. Ich investiere in der Nachbarschaft der dänischen Schule. Herr Eckert hatte ein paar Einwände dagegen. Was denn für Einwände? Sie kennen die Sportanlage der Schule? Ja. Also das Grundstück hat meiner Familie gehört. Ja, und ich habe es der Schule zur Verfügung gestellt. Und wo ist das Problem? Ja, das frage ich mich auch. Also ich hatte nie eins. Herr Eckert hat sich daran gestoßen, dass ich im Gegenzug das Grundstück auf der anderen Seite der Schule bekommen habe. Sieht so aus, als hätten Sie da ein gutes Geschäft gemacht. Hm. Ist das verboten? Das klingt nicht ganz so edel, wie eine Schule eine Sportanlage zu ermöglichen. Vielleicht hat das Herrn Eckert missfallen, dass Sie am Ende mehr profitieren als seine Schüler. Ich weiß nicht, was Herr Eckert für ein Problem hatte. Das ist genau das, was ich herausfinden wollte. Indem Sie seine private Korrespondenz haben ausspionieren lassen. Ich habe eine Detektei beauftragt, Informationen einzuholen. Also ich habe weder schriftlich noch mündlich jemals illegale Maßnahmen in Auftrag gegeben. Und sollten Sie dazu noch Fragen haben, darf ich Sie an meinen Anwalt verweisen. Der sitzt zwei Türen weiter. Kennen Sie diese beiden Personen? Nein. Also glauben Sie wirklich, ich würde Menschen anzünden? Warum sollte ich das tun? Aus geschäftlichen Gründen? Hatten Sie mit diesen Personen geschäftlichen Kontakt? Nein, ich kenne es überhaupt nicht. Ich lebe in Dänemark, nicht in Deutschland. Geschäftlich hatte ich nur mit Herrn Egger zu tun und das auch nur mal. Der Blomster, Herr Kniesgaard. Also wenn es schnell geht, ich habe Termine. Was ist mit Ihrem Auge passiert? Ja, das ist eine Verletzung aus der Kindheit. Finde ich eine super Idee, so eine Klappe. Was? Ich wollte fragen, dürfte ich da mal drunter gucken? Ich denke, wir sind fertig. Gute Heimreise. Was? Jetzt da? Von wem? Also, ihr Weg, Herren. Ihr Weg, Herr, so wird Mut. Also, von mir, Frau. Wiederschauen. Tschüss. Was war denn das gerade? Es ging um die Blumen. Es war ein Brett dabei. Dem hat das irgendwie nicht gefallen. Ihre Frage gerade eben, die hat mir gut gefallen. Er war auf uns vorbereitet. Also, dass ihn beschatten lässt, dafür gibt es einen Grund. Aber dass ihn öffentlich verbrennen lässt. Und er ist recht keinen Grund, das Ehepaar umzubringen. Aber es hat ihn überhaupt nicht überrascht, dass wir die Fotos vorgelegt haben. Er hat sich die Antwort schon zurechtgelegt und immer betont, dass er nur geschäftlich mit Eckert zu tun hatte. Vielleicht kennen wir einfach sein wahres Motiv noch nicht. Wenn er mit dem Morden zu tun hat, muss es einen ganz anderen Grund haben. Nichts Geschäftliches. Dann müsste es irgendeine andere Verbindung zu dem Ehepaar geben. Jetzt sagt er mir auch noch, die Bremsscheiben müssen gewechselt werden. Entschuldigung? Hallo? Hallo, Kollegen. Sehr gut. Die Töchter von Herrn Schladitz dürfen zu Ihnen. Ansonsten nur aus Bildes Fachpersonal. Hallo, Entschuldigung. Moment mal. Okay. Ja, bitte? Ich wollte mich bei Ihnen melden. In welcher Angelegenheit? Ich glaube, Sie suchen mich. Okay, wie ist Ihr Name, bitte? Anja Jürgensen. Haben Sie mal einen Ausweis zur Hand? Zeit, Frau Jürgensen. Ich suche mir gerade was Neues hier in der Gegend. Danke. Wo haben Sie bisher gewohnt? Ach, das hat mir alles nicht gefallen. Sie haben keinen festen Wohnsitz. Ich habe Freunde. Haben Sie viele Freunde hier in der Gegend?
Nein, nicht mehr. Erinnern Sie sich an Ihre Freunde Lene und Stefan Bendt und Michael Eckhardt? Deswegen bin ich ja hier. Ich hatte das gelesen von Michael und Stefan und Lene. Das ist so schrecklich. Und Roland Schladitz? Roland, ja, natürlich. Er hatte einen Unfall. Er war auf dem Weg zu Stefan und Lene Bendt. Aber eigentlich wollte er zu Ihnen, er hat sie nur nicht gefunden. Was wollte er denn bei mir? Sagen Sie es mir. Ich dachte, der hätte mich längst vergessen. Er hat von einem Brand gesprochen. Der hat das nicht vergessen. Der weiß das noch. Was hat er nicht vergessen? Kennen Sie das, wenn man alte Fotos anschaut? Meine Eltern hatten so viele Fotos. Man sieht sich selbst als Kind, aber man sieht einen anderen Menschen, nicht sich selbst. Irgendein Kind, das Dinge erlebt hat, schöne Dinge und schreckliche Dinge. Aber das Kind hat sie erlebt, nicht man selbst. Und dieses Kind, das Sie mal waren, was hat das erlebt? Das war Lenes Idee und Stefans. Die beiden hatten immer die Ideen und Michael hat es dann gemacht. Der konnte so viel, der hat immer... Und Roland war auch dabei, weil er in Lene verliebt war. Wir haben das Haus angezündet. Und das sind die Kinder, die bei dem Brand dabei waren. Ich war im Haus. Ich wollte ihnen helfen, die armen Leute. War schon überall Feuer, die Decke war schon eingestürzt, die kamen nicht mehr raus. Sie sind in das brennende Haus gegangen? Nur noch der Junge. Was für ein Junge? Der kleine Pommernjunge, den habe ich rausgekriegt. Ein Pommernjunge? Gehörte der zur Familie? Haben Sie ihn gerettet? Hat er überlebt? Nur der Junge hat es geschafft, die Eltern nicht. Was war das für ein Junge? Was ist aus ihm geworden? Wenn Sie als Kinder den Brand gelegt haben, warum hat dann die Polizei einen Unfall ermittelt? Der Brandermittler. Blut. Vielleicht wollte er nicht, dass die Wahrheit rauskommt. Warum? So ist der Herrgott. Wo ist denn Frau Einigsen? Die ist gerade raus. Guten Tag. Ich gehe mal davon aus, dass Sie einen Jagdschein besitzen. Haben Sie auch ein Schrotgewehr? Suchen Sie Wilderer oder Mörder? Im Augenblick suchen wir nach den Leuten, die die wahre Ursache für den Brand am Lucia-Fest 64 vertuschen wollten. Nach die alte Geschichte? Ja. Könnten Sie bitte die Waffe wegstellen? Diese Waffe? Ja, diese Waffe. Macht Sie die nervös? Ja, und wenn Sie so grinsen, wird das nicht besser. Kennen Sie die Familie Schladitz? Sicher. Und die Bendts? Auch. Einflussreiche Leute. Politiker. Hat man Sie damals aufgefordert, die wahre Brandursache zu vertuschen? Weil niemand wissen sollte, dass eine Gruppe von Kindern das Haus der Flüchtlingsfamilie in Brand gesetzt hat. Haben die Kinder damals den Hass ihrer Eltern in die Tat umgesetzt? Blödsinn. Was für ein Hass denn? Tag. Den Hass auf Flüchtlinge. Nach dem Krieg wollten viele Schleswig-Holsteiner am liebsten Dänen werden, damit sie ihr Land nicht an die Kriegsflüchtlinge verlieren. Das wissen Sie, Herr Luth. Nach dem Krieg, ja. Aber nicht in den 60ern. Da gab es diesen Hass nicht mehr. Die Familie Schladitz stammt selbst aus dem Osten. Und der kleine Roland hat selbstverständlich auch mit Dänen-Kindern gespielt.
Nur diese eine Familie meinte immer noch, sie müsste sich abgrenzen. Deshalb haben die Kinder ihnen das Haus angezündet? Die Kinder wollten der Familie das Lucia-Fest bringen. Sie haben Kerzen vor die Tür gestellt. Es waren keine Brandstifter und die wollten niemanden umbringen. Deutsche Kinder, dänische Kinder, schlesische Kinder, die haben überhaupt niemanden gehasst. Es war ein tragischer Unfall. Wann war Ihnen klar, dass die Lucia-Kerzen der Kinder den Brand verursacht haben? Es waren Kinder. Ich habe entschieden, dass es ein Unfall war und ich habe das als offizielle Version herausgegeben. Wir waren alle froh, dass die alten Gräben zugeschüttet waren. Dass endlich Frieden herrschte in der Gemeinde. Den wollten wir bewahren. Ich habe das für die ganze Gemeinde getan. Das war's. Eine Frage habe ich noch. Bitte. Hat ein Kind dieser Familie überlebt? Ja. Wissen Sie, was aus dem Kind geworden ist? Ja, der Junge war, wie alt wird er gewesen sein? Um die 3. Dem ist es gelungen, aus den brennenden Trümmern zu krabbeln. Verletzt, aber er hat überlebt. Er ist adoptiert worden. Von dem Dänen, dem der Hof gehörte, auf dem die Familie gelebt hat. Der Junge ist von dem dänischen Hofbesitzer adoptiert worden. Daran sehen Sie ja, dass es keinen Hass mehr gab. Es war ein sehr großzügiger Mann, der Däne. Er wollte, dass das Kind es gut hat. Kennen Sie den Namen dieses Mannes? Nein. Nach dem Brand ist er nach Dänemark gegangen. Ich nehme an, der Junge wird dort aufgewachsen sein. Danke. Vielen Dank, Herr Loth. Das kann ja nicht so schwer sein, den Namen des Hofbesitzers herauszufinden. Wo lag dieser Hof eigentlich? Nicht was. Hier war mal früher ein kleiner Weg. Und da müsste der Hof gewesen sein, wo heute... Das gibt's doch nicht. Da, wo heute die Schule ist? Nicht ganz. Wo die Sportanlage ist. Das hier. Das ist doch die Sportanlage, für die Kieskart sein Gelände zur Verfügung gestellt hat. Ja. Das heißt, dass das Gelände und der Hof Kieskarts Vater gehört haben. Ja, dann ist doch Kieskart. Kieskart ist dieses adoptierte Flüchtlingskind. Er verbrennt sie, so wie seine Familie verbrannt wurde. Aber wir können es ihm nicht beweisen. Und er ist in Dänemark. Ich rufe ihn ab und gerade an. Bitte die Kollegin Kieskart zu observieren. Ole? Herr Schladitz ist gerade erst wieder zu sich gekommen. Gut, dann kann ich ja jetzt mit ihm sprechen. Gut. Aber einen kleinen Moment, ich muss einmal schauen, wie es ihm geht. Sie bereits tot.
Sonst hätte ich dich natürlich... Sonst hättest du es mir gesagt. Wenn du gewusst hättest, dass der Mörder weitermacht. Hallo. Geht es besser? Dänemark meldet, dass Kvistgaard gerade über die Grenze nach Deutschland gefahren ist. Er ist in Richtung Schleswig unterwegs. Schicken Sie an MEK los. Die sollen sich hinten dran hängen. Ach, noch was. Ich brauche den Arzt hier. Wer ist Kvistgaard? Das ist der Junge, der damals den Brand überlebt hat. Ich glaube, er kommt hierher, um dich zu töten. Hast du irgendwelche Beweise, dass er... Ja. Schladitz muss verlegt werden. Am besten nach Kiel ins Bundeswehrkrankenhaus. Wann? Jetzt! Ich fürchte, er ist hier in akuter Gefahr. Aber das geht überhaupt nicht. Für so einen Transport ist er viel zu schwach. Klaus, hast du Beweise gegen Kvistgaard? Noch nicht. Warten Sie bitte einen Moment. Roland? Noch eine Sache. Wer hat den Unfall verursacht? Du oder Sarah Brandt? Ich. Sie wollte nicht fahren, weil sie es dir versprochen hat. Okay. Klaus. Wegen ihrer Epilepsie. Das MEK hat sich an Kvistgaard drangehängt. Holen Sie bitte Frau Brandt. Ja. Und wir brauchen einen freiwilligen Beamten als Double für Schladitz. Jochen? Den Rechten. Ich habe gesagt, freiwillig. Ich frage ihn so, dass er nicht ablehnen kann. Ja, das glaube ich ihm sogar. Du wirst verlegt. Wir stellen Kvistgaard eine Falle. Hast du an ihn, an diesen dreijährigen Jungen gedacht, als dein alter Freund in Flammen stand? Es war nur so ein Gedanke. Du hattest diesen Gedanken. Du meinst, der kommt jetzt hierher um mich? Wir könnten Herrn Schladitz in ein OP verlegen. Da haben wir alles, was wir brauchen. Gut, danke. Wie weit ist Kvistgaard? Etwa eine halbe Stunde von hier entfernt. Frau Jürgens mit den beiden Töchtern kommt hoch in den dritten Stock in einen anderen Warteraum. Okay, in Ordnung. Ich weiß inzwischen, dass er nicht am Steuer saß. Es tut mir leid, Frau Brandt, dass ich ihn nicht geglaubt habe. Also, ich bin dabei. Gut, danke. Frau Einigsen, zeigen Sie ihm bitte sein Zimmer. Ich habe mit Roland gesprochen. Wie geht's? Er ist okay, macht euch keine Sorgen. Wir verlegen ihn innerhalb des Hauses aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und Sie, Frau Jürgensen, Sie sind im Augenblick auch in Gefahr. Verstehe nicht, wieso? Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen, wir kümmern uns um Sie. Frau Brandt? Kommen Sie. Kommen Sie bitte mit mir. P2 ist reif für ihn. Wieso muss er jetzt nochmal operiert werden, oder was? Nein, 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 nein. Bitte, ihr geht mit Frau Brandt. Sie wird euch alles erklären. Was ist mit meinen Töchtern? Du kannst später mit ihr sprechen. Hier stehen, bis ich was anderes sage. Alles klar, wird gemacht. Niemand kommt jetzt hier mehr rein. Habt ihr es gesehen? Vier Kameras. Anlieferung, Tiefgarage, Eingangsbereich und Ambulanz. Und auf der Intensivstation? Nichts. Hier? Einer hier? Wir sind in Position. Wo seid ihr denn jetzt? Letzte Abfahrt vor dem Krankenhaus. Die Zielperson biegt jetzt ab. Er kommt zu euch. Wer ist das? Weißt du von jemand was? Ja, was ist das? Da dürfte eigentlich gar keiner mehr sein. Wer eigentlich? Wir sind jetzt da. Kvistgaard parkt auf dem Besucherparkplatz. Es geht los.
Fahrt direkt durch in die Tiefgarage. Zwei Personen. Überprüft mal die Anlieferung. Komm gleich wieder, ich muss machen. Nett ist sie. Ja. Ein bisschen verrückt auch. Der Liefereingang ist von hier aus geschlossen. Wo bleiben die denn? Check das mal. Lobrindt, wir kommen jetzt runter. Such mal den Hausmeister, damit der den Zugang aufmacht. Quisgard ist im Gebäude. Zugriff erst auf der Intensivstation. Guten Abend. Ich suche Herrn Sladic. Sladic. Können Sie mir sagen, wo er liegt? Wir sind jetzt da und überprüfen die Lieferanten. Zweites Obergeschoss, linker Flügel. Und dann Zimmer. Endo! 189. Los, an die Wand hier! Na, was ist jetzt? Ja, das sind nur die Lieferanten. Wir ziehen uns zurück. Kann ich da einfach so hingehen? Da geistert noch jemand auf den Gängen vor der Intensivstation rum. Ich gehe jetzt hin. Ich glaube, der hat in der Hektik ihre Blumen für Papa unten stehen lassen, oder? Ich bin jetzt auf der Intensiv. Alle bleiben auf ihren Positionen. Susanne, was machst du denn hier? Ich wollte nur die Blumen von Frau Jürgensen holen. Von wem? Von Frau Jürgensen. Quisker, schnapp dir das. Polizei! Polizei! Ruhig jetzt. Herr Kommissar, warum sind Sie? Es ist Jürgensen. Ich habe einen Brief bekommen. Sie ist wahrscheinlich bewaffnet und gefährlich. In den OP. Weggelaufen.
Wir haben einfach weitergelebt. Wie kann das gehen? Wie kann man einfach weiterleben, als wäre man ein anderer Mensch? Als wäre man nicht der Mensch, der den Brand gelegt hat. Was weißt du, wie es mir geht? Ich habe einfach so weitergelebt. Doch, du hast ein fettes, selbstgefälliges Leben geführt, Roland. Du hast Kinder gekriegt, Karriere gemacht. Du hast eine Frau geheiratet, mit anderen geschlafen. Wann hättest du denn jemals an den Bum-Bum gedacht? Nie. Du hast nie an ihn gedacht. Ich habe immer an ihn gedacht. Immer. Immer, immer. Und dann wusste ich endlich, dass wir auch brennen müssen. Dann ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, er kommt her. Ich bin adoptiert. Ich habe so etwas immer gespürt. Aber mein Vater hat es geleugnet. Ich habe mich immer gefragt, woher meine Albträume kommen. Hier steht, meine Eltern sind verbrannt. Ja, ich höre. Einig sind hier. Haben Sie mich angerufen? Ja. Ich hole gerade Roland ab. Und ich dachte, vielleicht sehen wir uns kurz. Oh, ich habe leider einen neuen Fall. Wir haben eine Wasserleiche. Ja, natürlich. Na, dann also los. Sie kriegen den Täter. Ist das ein Kompliment? Sie sind eine gute Polizistin. Sie haben so Ihren eigenen Stil. Danke. Sie sind süß. Bis bald. Ja. Sie auch. Ja, wollen wir mal los? Ja, warte. Gleich. Hier war das. Wir kamen vom Ufer hier rüber.
Da drüben stand das Haus der Familie. Wir haben es nicht gut gemeint, damals. Diese Familie mochte die Dänen nicht. Und wir Kinder wollten unbedingt, dass sie das Lucia-Fest auch mit uns gemeinsam feiern. Es war nicht bloß ein dummer Kinderstreich damals. Wir wollten diese Fremden nicht. Das war's. Sie sollten so sein wie wir. Ich hab mich so geschämt, weißt du. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man sowas ein Leben lang mit sich rumträgt. Es tut mir leid, dass ich dich nicht... Mir ist kalt.